Hallo, willkommen bei euren arbeitslosen Alki-Bettler. Ich werde ja andauernd von euch gefragt, was ich für eine mysteriöse Navigations-App benutze, in der alles eingetragen ist, von kleinsten Wanderwegen zu allen möglichen Parkplätzen. Man kann die eigenen Wanderrouten tracken und auch überall eigene Notizen einfügen. Ich antworte auf jeder der einzelnen Kommentare, das ist Osmand. OSMAND. Das ist eine Open-Source-App, das heißt, jeder kann quasi dort mitentwickeln. Deswegen sind dort die übelsten Sachen eingebaut. Und diese schauen wir uns heute ganz genau an. So, das ist sie. So schaut sie aus. Bedenkt, dass die App offline funktioniert. Das heißt, das erste Mal, wenn ihr euch die runterladet, müsst ihr erstmal die Karten herunterladen. Das ist bei der App sehr wichtig, weil wenn ihr draußen unterwegs seid und kein Internet habt, dann müsst ihr ja immer noch navigieren können. Wir sind hier in Spanien. Ich habe mir von vornherein die Alicante-Region heruntergeladen und jetzt haben wir hier alles Mögliche übelst detailliert eingetragen. Die Karte ist wesentlich detaillierter als Google Maps. Warum das so ist, erkläre ich euch später. Ich habe zusätzlich noch die Höhenlinien heruntergeladen, weil wir suchen uns jetzt einen Parkplatz, der in den Bergen ist, damit wir es schön windig haben. Schauen wir uns erstmal die Berge an. Das hier sieht hügelig aus. In den Optionen habe ich noch eingestellt, dass die offiziellen Wanderwege, diese blaue Linie hier, angezeigt werden. Dann gehe ich hier auf Suchen, suche nach Parkplatz auf Karte anzeigen. Bumm! Da haben wir einen Parkplatz in den Bergen und an einem offiziellen Wanderweg. Das wird bestimmt richtig, richtig cool sein. Da haben wir noch was Altes, Olles. Keine Ahnung, was Berggipfel. Keine Ahnung, was die Gebäude sein werden. Wahrscheinlich Ruinen. Das schauen wir uns an. So, da wären wir. Boah, schön. Einfach ein Parkplatz. Man sieht das hier, so eine Parkfläche mitten im Nichts. Das Schöne an Osmand ist, das basiert auf OSM, OpenStreetMap. Ups, das war nicht abgeschlossen. OpenStreetMap ist ein Projekt, wo Freiwillige die komplette Welt kartografieren. Das heißt, jeder kann mithelfen. Das ist wie Wikipedia, nur halt mit Karten. Klar, da kann man auch Blödsinn eintragen, aber das wird in der Regel von einem erfahrenen Prüfer dann geprüft und dementsprechend angenommen oder abgelehnt. Das heißt, diesen Parkplatz hier hat einer eingetragen, der hier auch in der Nähe wohnt. Womit ich mir sicher sein kann, dass der Parkplatz auch legitim ist. Manchmal weiß man ja nicht, in irgendwelchen Ländern, darf ich hier stehen oder nicht? In gewissen Orten wird es akzeptiert, in anderen wiederum nicht. Und wir gucken uns jetzt mal an, was es da mit diesem Turm da auf sich hat. Das waren die Gebäude, die wir hier so entdeckt hatten. Ja, und es ist hier, wie ich mir gedacht habe, windig. Natürlich gar kein Schatten. Sieht schon irgendwie geil aus, ne? Oh ja, das ist einfach nur so eine Funkanlage. Aber das sieht man bei Osmand auch ganz genau. Die ganzen Türme hier sind alle eingetragen. Die Gebäude und der Zaun, alles drin. Würde dort jetzt irgendetwas fehlen, dann könnte ich über Osmand ganz einfach etwas nachtragen oder eintragen. In der App halte ich einfach lange auf der Stelle gedrückt, gehe auf Aktion, Point of Interest hinzufügen und kann dann einfach einen Turm hinzufügen. Wie gesagt, das wird dann überprüft und deswegen ist in der Karte alles eingetragen. Am Anfang ist man sogar ziemlich überfordert damit. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt Bordwasser für unseren Camper holen wollen, dann können wir einfach in die Suche Trinkwasser von Menschenhand eintragen, auf der Karte anzeigen, einmal rauszoomen und da sieht man die ganzen Punkte dort oben. Ja, hier in Spanien gibt es ja überall diese Chlorwasserbrunnen, sage ich jetzt mal. Ich nehme an, davon wird das einer sein. Fahren wir hin. Und bei Google Maps steht sowas zum Beispiel gar nicht. Google Maps benutze ich nur noch, um Satellitenbilder zu gucken oder Öffnungszeiten von irgendwelchen Geschäften zu checken. Das ist da noch nützlich. Aber ansonsten, selbst zur Navigation benutze ich seit 3 Jahren kein Google mehr. Nur noch Osmand. Die Karte ist so detailliert, ich garantiere euch, ihr werdet bei euch zu Hause 50 Meter um die Ecke von eurer Eingangstür Wege finden, die ihr noch nie entdeckt habt. So, Ziel erreicht. Da ist das Wasser. Wir brauchen aber kein Wasser. Weiter geht's. Schnappen wir uns einen Parkplatz mal wieder, aber diesmal ist im Wald. Ich habe Lust auf Wald. Mal gucken, wie das funktioniert. Hier gehe ich einfach in den Wald rein. Da sind ein paar Parkplätze. Der hier scheint etwas abgeschottet zu sein. Perfekt. Schön neben einem Campingplatz. Das gucken wir uns doch mal an. So,
Da wären wir. Schaut euch diese Aussicht an. Wahnsinn, ne? Ich merke gerade, da hinten steht schon ein Camper. Gucken wir mal, ob dieser Parkplatz auch bei Park 4 Night drin ist. Ja, nein, vielleicht. Doch, ist er. Ha. Ja, ist ja auch ein mega Parkplatz, ne? Aber man muss sagen, dass bei Osmond viel mehr so geile Parkplätze eingetragen sind, als wie bei Park 4 Night. Weil Osmond halt einfach viel, viel mehr Nutzer hat und viel mehr Sachen in Detail eingetragen sind. Gucken wir uns mal den Campingplatz an. Also selbst wenn ihr irgendwo in der Stadt stehen wollt oder sowas und es da scheinbar keine Parkplätze gibt, laut Park 4 Night und Google Maps, schaut mal auf Osmond vorbei. So, und von hier aus führen zwei Wanderwege weg. Erstmal einen mit langen Strichen, auf dem sind wir hier gerade. Man sieht, dass der befestigt ist, mit einem Offroad-Fahrzeug könnte man sogar hier noch lang fahren. Und der andere hat viel kürzere Striche, der fängt unten am Parkplatz an. Das heißt, dass der viel unebener ist und schwerer zugänglich ist. Also wandern wird man den trotzdem noch können. Vergleichen wir das einfach mal direkt. Boah, das ist echt ein krasser Parkplatz hier. Ja, hier haben wir es halt ein viel engerer Weg. Mit einem Fahrzeug könnte man hier wahrscheinlich eher nicht mehr durch. Nee, man könnte auf gar keinen Fall mit einem Fahrzeug hier durch. Aber zum Wandern ist das noch immer noch super. Gut, jetzt haben wir noch 2 Stunden, bis die Sonne untergeht und wir schlafen gehen müssen. Hier ist es verdammt heiß. Ich will auf jeden Fall im Wind schlafen, weil das viel kühler ist. Also, jetzt kommen die ganzen kleinen Tricks. Suche ich nach einem Gebirgspass, lass mir den auf der Karte anzeigen. Hier unten, direkt an der dicken Straße, haben wir einen. Das gefällt mir besonders, weil da ein offizieller Wanderweg lang führt. Und jetzt suche ich dort nach Parkplätzen. Und siehe da, es gibt da Parkplätze. Einmal draufdrücken, steht nichts über Kosten oder sonst was. Das sieht sehr gut aus. Da gibt es sogar einen Aussichtspunkt. Das heißt, wir werden dort auf jeden Fall eine bombastische Aussicht haben. Und das alles alleine mit Osmond. Ne? Wie lange hat das jetzt gedauert? Keine Minute. Da fahren wir hin. Halleluja, den ganzen Tag Auto fahren. Was habe ich mir dabei gedacht? Dass ich immer solche schlechten Videoideen habe. Klick. Eigentlich ist der Parkplatz da drüben. Ich habe mich jetzt hier hingestellt. Und dann bin ich einfach weiter weg von der Straße. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde hier sehr gut pennen. Hier ist es auch echt kalt. Das ist echt angenehm. So, hier gibt es offizielle Wanderwege. Da hinten irgendwo so einen blauen, also der, wie heißt der nochmal? Der Jakobsweg nennt man den. Aber wir gucken uns erstmal die Aussicht hier unten an. Den Aussichtspunkt. Der sollte dort irgendwo sein. Ach, so ein ich stehe komplett falsch. Hier ist mein Parkplatz. Oh ja, das ist ziemlich beeindruckend. Boah, das ist ziemlich geil. Ja, das ist ein Gebirgspass, ne? Hier geht's runter. Da hinten geht's runter. Da vorne führen Wanderwege entlang. Der Jakobsweg führt hier komplett durch die Berge, okay. Und wir checken einmal diesen unbefestigten Weg, die kleinen Punkte. Und dann gehen wir den Jakobsweg entlang. So weit können wir nicht los, weil es ist echt viel zu dunkel. In einer halben Stunde sieht man hier gar nichts mehr. Ja, hier haben wir den unbefestigten Weg. Da könnt ihr mal sehen, selbst so ein kleiner Schotterweg hier ist dort bei Osmond eingetragen. Also in den Bergen verlaufen oder sowas schafft ihr beim Osmond einfach nicht. Selbst wenn ihr gar kein Internet habt. Ihr findet immer irgend so einen Weg wieder. Und hier haben wir den Jakobsweg. Da geht's Richtung Deutschland. Da geht's Richtung Portugal. Der ist ziemlich beeindruckend, ne? Wenn man das mal mit Google Maps vergleicht. Da sieht man hier die Straßen, die hier entlang führen. Ja, und das war's so ziemlich, ne? Und hier haben wir den Jakobsweg eingezeichnet, die ganzen Pfade dazwischen, Höhenmeter, dass es ein Gebirgspass ist, die Aussichtspunkte, die Gebäude dazwischen, da hinten ist irgendein Gebäude oder sowas. Da kann man schon verstehen, warum Osmond bei Bikern, also bei Mountainbikern und bei Wanderern total beliebt ist. Diese rote Linie, die dort eingezeichnet ist, das ist auch mein Tracker, das heißt, da bin ich überall lang gelaufen. Hier oben sieht man, dass ich da hergefahren bin. Die komplette Straße, da habe ich mich verfahren. Da bin ich durch die Stadt gefahren und so weiter und so fort. Ne? Dort irgendwo haben wir das Wasser gesehen. Man kann diese Tracker-Linien auch auf eine Webseite packen und dann sieht man auf der Webseite, wo man überall in Europa war. Aber das konnte ich bisher noch nicht. Mein Rechner stürzt sofort ab, sobald ich alle Daten der letzten 4 Jahre dort berechnen lasse. Der Tracker ist auch besonders cool, wenn man
irgendwo nachweisen muss, dass man irgendwo zu einer gewissen Uhrzeit war, wie zum Beispiel an der weißrussischen Grenze, als ich festgenommen wurde, konnte ich nachweisen, dass ich noch genug Abstand zur Grenze gehalten habe. 200 Meters, I think. Sonst wäre das alles noch viel übler ausgegangen. Und ja, es ist auch so cool, abends einfach im Bett zu sitzen und sich nochmal die ganze Strecke so anzusehen. Ne? Also ich liebe diese App. Seit 3 Jahren benutze ich keinen Google Maps mehr. Das ist natürlich abgeschlossen. Fenster offen, aber abgeschlossen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt genauso toll geschlafen wie ich. Es war wundervoll. Das Tolle an so einem Parkplatz von Osmand ist, hier gibt es keine anderen Camper. Man weiß, die Polizei kommt hier zum Beispiel nicht allzu oft vorbei, um halt Camper ranzunehmen. Ich bin auch sehr froh, dass ich dort hinten geparkt habe, weil die Straße hier ist total krass befahren. Oh ja, ja, ich werde fast platt gefahren. Guck mal, wie beschissen ich da parke. Richtig, mitten auf. Wäre das nicht mein Auto, würde ich mir denken, was für ein Assi. Okay, wir sind hier auf dem Weg zu diesem eingetragenen Wanderweg. Weil ich brabbel die ganze Zeit davon, dass ich gerne an diesen bunten Wegen da parke. Aber ich habe nie erklärt, warum. Deswegen gehen wir diesen Weg einfach mal entlang und schauen, was da so Schönes passiert. Flugzeuge fliegen hier lang. Aber warum denn? Ich verstehe das gar nicht. Was soll denn daran so toll sein? Ja, das Tolle ist, das sind offiziell eingetragene Wanderwege. Da hat sich jemand von der Stadt hingesetzt, wahrscheinlich mit einem Wanderverein. Und die haben darüber diskutiert, wo sind die geilsten Wanderwege, die es gibt. Und deswegen stehe ich so da drauf. Die sind immer super geil ausgebaut, man hat eine bombastische Aussicht. Dort hinten erwartet uns noch ein Restaurant, also die Gaststätten pflanzen sich auch ganz gezielt dorthin, wo diese mega guten Wanderwege sind. Und wo findet man die offiziell eingetragenen Wanderwege? Bei Google nicht, bei Park4Night nicht. Man müsste quasi die Stadt fragen oder irgendwelchen Wanderverein anschreiben. Oder Osmand, da ist in ganz Europa alles eingetragen. Schaut mal, da geht's zum Meer und da hinten ist Alicante. Wahnsinn! Mein Auto steht da unten, sieht man kaum. So, aber gucken wir jetzt mal, wie Osmand sich so in der Stadt schlägt. Hier unten haben wir Alicante und da suchen wir uns mal so einen Parkplatz raus. Hier direkt in der Mitte, da haben wir was am Bahnhof. Parking Estación, Parkplatz. Gebühr, ja, das machen wir nicht. Man sieht hier übrigens auch sofort, dass es in der Umgebung keinerlei Umweltzonen gibt. Ansonsten wäre der Hintergrund voller runder LEZ-Symbole. LEZ steht für Low Emission Zone. Hier haben wir einen Parkplatz an einem Gelände, an einem Sportgelände oder sowas. Zack, das sieht gut aus, da fahren wir hin. Und da ich kein Trinkwasser mehr habe, kann ich mir unterwegs auch noch gleich alle möglichen Supermärkte anzeigen lassen. Ich nehme mal an, das können andere Navis auch mittlerweile. Bei Osmand haben irgendwann die Leute angefangen, die Geschwindigkeitsbeschränkungen der Straße einzutragen. Und dann hat Osmand das natürlich so einprogrammiert, dass man gewarnt wird. Google hat das mittlerweile auch ganz klar abgeguckt. Oder? Der wundert sich, warum dieser Spacko hier so parkt. Oh, sag mal, was ist mit dem Reifen los? Oh, das gibt's doch nicht. Meine Kumpels machen sich schon lustig über mich, weil ich so viel Müll von den Straßen aufhebe. Bisschen Glas. Naja, ich pumpe den mal ein bisschen auf und dann fahren wir zur Werkstatt. Da benutze ich tatsächlich nicht Osmand, sondern ich gucke bei Google Maps wegen der Bewertung. Hier habe ich einen guten gefunden. Dann drücke ich hier lange auf eine Stelle, kriege die Koordinaten, füge sie mir bei Osmand hinzu und kann dann dorthin navigieren. Aber manchmal hat selbst Google Fehler, weil der Laden sieht sehr dicht aus. Nope. Hallo, hallo, hallo. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten, aber hey, wenn sie mein Geld nicht haben wollen. Apropos Geld ausgeben. Das Kleben des Reifens kostet in Deutschland ungefähr 40 Euro, in Spanien nur die Hälfte, 20 Euro. Und da bedanke ich mich nochmals ganz herzlich am Nilsfährt 200. Der hat mir vor einem Monat 25 Euro als Spende geschickt für die Reparatur von Fahrzeugen. Dankeschön. Des Weiteren noch ein riesen Dankeschön an euch alle. X-Razor, nehme ich an, soll das heißen. 12 Euro, boah, lieben Dank. Katharina Linderherr, die stecken mitten in den Vorbereitungen für einen Langzeittrip.
Danke für die super Worte. Ich finde das so geil, wie ihr mir immer schreibt, dass ich euch inspiriere. Dabei bin ich eigentlich voll der Trottel. 30 Euro von Tanja Bauder. Ich bin unterwegs in Kroatien. Aber leider immer noch sehr angespannt. Kann ich verstehen. Am Anfang hatte ich die Hosen voll. Noch einmal 60 Euro von Andi aus EU. Boah, Junge, ey. Hoffe, du bist nicht bald so traurig wie da von lange Reisen. Habe ich mal gesehen, aber ich befasse mich nicht damit. Nachdem seine Anna weg ist, keine Ahnung, was bei denen los ist. Oder bist du ein Ja-Sage wie der von Hunters of Horizon? Nie gesehen. Tut mir leid. Dann mache ich es lieber wie Kai von Travel Camping Living mit seinem Co-Piloten. Kenne ich nicht. Du bist der Held unter den Campern? Weiß ich nicht. Ich gucke mir die anderen nicht an. Ich hatte da vor einem Jahr mal reingeschaut. Ich fand das leider irgendwie langweilig. Übrigens, EO steht für Euskirchen. Euskirchen, da war ich zum Boxkampf tatsächlich. Das war geil. Das war echt super. Ich hoffe, du gibst das Geld nur für unnütze Dinge aus. Dafür ist es gedacht. Nee, ich kann das leider nicht für unnütze Dinge ausgeben. Ich muss das schon einteilen. Und ich führe auch Buch. Ich gebe eure Sachen nur für Videos aus. Das heißt, wenn ich irgendwelche verrückten Bauideen habe oder sowas. 2 Euro von Lilion für eine anständige Markise. Dankeschön. 5 Schweizer Franken von YouBuyTube. Vielen lieben Dank. Thomas Pilgrim, 10 Euro. Besten Dank. Killerschnitzel, 2 Euro. Viel Erfolg auf deinem Weg. Bleib so, wie du bist. Manche Leute fragen ja, ich weiß ja nicht, ob du in echt so bist. Warum? Wisst ihr, wie anstrengend das wäre? Dann hätte ich ja gar keinen Bock mehr zu filmen. Ander schickt mir wieder 15 Euro. Puh, dankeschön. Es ist unfassbar, was du mit deinen Filmen gibst. Du hast mir in einer Krise über den Berg geholfen. Vielen lieben Dank für diese Worte an euch alle und auch alle eure Kommentare. Ich liebe sie ohne Ende. Ich gucke mir eigentlich keine Videos mehr von anderen Leuten an. Ich bin nur auf YouTube, um meine hochzuladen und dann alle eure Kommentare zu lesen. Ich liebe die. Ihr helft mir eigentlich damit. Vielen lieben Dank. Okay, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich glaube, mit den Jungs wird das heute nichts mehr. Dann gucken wir morgen nochmal vorbei. Wir fahren jetzt in die Stadt und checken den einen Parkplatz ab, den wir auf Osmand gefunden haben. Falls ihr euch jetzt fragt, wie ich es wagen kann, mit einem kaputten Reifen herumzufahren. Der Reifen, der hat irgendwo ein Löchskin, da verliert er ganz langsam Luft. Mit so einem Reifen war ich schon in der Ukraine. Ne? Also das heißt, jeden Tag einmal aufpumpen und dann passt das schon. Los geht's. Ich würde sagen, Pech gehabt, Alter. Der Parkplatz wird ja komplett umgebaut. Man kann sich angeblich da oben hinstellen, aber hier komme ich auf gar keinen Fall durch. Oder? Nee, hier komme ich nicht durch. Okay, es geht zurück. So, wir stehen hier am Sportgelände der Universität. Das ist immer ein geiler Tipp. Und wir gehen in die Stadt, weil ich will euch etwas zeigen. Die Stadt ist auch kein Kilometer von hier entfernt. Und ich finde irgendwie, man erkennt, dass das eine geile Stelle ist. Deswegen habe ich auch kein Problem, bei Osman schnell einen coolen Parkplatz zu finden. Schaut euch das mal an. Schöne Berge, da oben ist eine Burg. Da gibt es irgendwo noch so eine Burg. Man erkennt halt auf Osman ganz schnell wieder, wie die Orte tatsächlich vor Ort dann aussehen. Hier hat man auf jeden Fall sofort eine geile Bibliothek um die Ecke, wo es kühl ist, wo man unendlich Internet hat und so. So, und da wären wir. Stadt halt, ne? Wer kennt das nicht? Schlechte Luft, Lärm und freundliche Menschen. Aber jetzt sind wir in einer fremden Stadt. Was machen wir denn da? Ganz einfach. Seht ihr die blaue Linie? Die Wanderwege gibt es in der Stadt auch. Und das sind immer geile Wege, die an kulturellen Hotspots vorbeiführen. Ihr braucht dann keine Touristen-Infostände ansprechen oder sowas. Oder irgendwelche Blogs durchlesen. Einfach nur diesen Wanderwegen hinterherlaufen und ihr habt sofort alles gesehen. Wenn ihr irgendwie nicht wisst, was das da für ein Kreuz zum Beispiel ist, dann guckt ihr auf der Karte. Ich sehe am Symbol schon, dass es ein Kriegerdenkmal ist. Krustiller, bla bla bla. Und dann habt ihr den passenden Wikipedia-Artikel sofort dort. Ja, da vorne wieder irgendeine Gedenkstätte. Hier sind das ist ein Riesengebäude und das geht die ganze Zeit so weiter. Wenn ihr alle offiziellen Routen abgelaufen seid, dann könnt ihr die Stadt immer noch weiter entdecken, weil ihr habt ja den Tracker laufen. Ihr seht ja, wo ihr bereits wart und wo noch nicht. Ich gehe jetzt zurück zum Auto und ich werde bestimmt nicht denselben zurücklaufen wie hin, weil es wäre ja langweilig. Wisst ihr, ich dachte ja eigentlich, ich fahre nochmal raus und verstecke mich irgendwo im Busch. Aber eigentlich, nö, wir pennen heute mal hier in der Stadt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier einen guten Parkplatz erwischt haben.
Ja, was macht der Reifen? Jawohl, sieht gut aus. Der lernt Roller fahren. So, meine Schokohäschen, passiert nicht viel. Ich lasse die Tür hier extra offen. Hier sind nur ein paar Studenten, die sich einen schönen Abend machen. Ansonsten ist der Parkplatz echt gut. Bei Park for Night hat man ja immer die Kommentare darunter, wo man erahnen kann, was da auf dem Parkplatz so alles passiert. Ja, Mami. Hi. Bei Osmand haben wir das ja nicht, also da habe ich jetzt mal ein bisschen die Augen offen gehalten. Das wird eine gute Nacht. Schlaft schön. Ja, ich habe wundervoll geschlafen. Schön mit Tür offen. Später wurde es dann ganz ruhig. Keinerlei Probleme gehabt. Also in der Stadt schlafen, auch kein Problem. Probiert das wirklich mal mit Osmand aus. Ihr könnt auch selber Sachen eintragen. Die Karten von OpenStreetMap werden von Rettungskräften zum Beispiel verwendet. Oder es gibt Apps für Rollstuhlfahrer, wo die dann erfahren, ob sie zum Beispiel die Treppen da vorne nutzen können oder nicht. Ich trage an solchen Parkplätzen zum Beispiel immer die Mülleimer ein, damit andere Camper dann auch von vornherein sehen können, was es dort für Optionen gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr vielleicht OpenStreetMap schon kanntet. Wer es kennt, der liebt es. Und wer es nicht liebt, der kennt es in der Regel nicht. Ich lese mir alle Kommentare durch. Heute Morgen habe ich nochmal einen Kommentar bekommen zum Thema Spende, ob ich denn nicht PayPal oder IBAN hätte. Ich möchte die Spenden tatsächlich alle über YouTube bekommen, weil ich glaube, dass YouTube dann merkt, dass der Kanal ernst zu nehmen ist. Wenn da unterwegs irgendwelche Gebühren anfallen, dann fülle ich die selber auf. Also wenn ihr mir zum Beispiel 10 Euro schickt, dann schreibe ich auch 10 Euro auf. Es ist tatsächlich in meinem Interesse, dass ihr das über YouTube schickt und nicht über irgendwelche anderen Wege. Habe ich so viele Nachrichten zu bekommen, wollte ich nochmal ansprechen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt meinen Reifen reparieren gehen und dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Video. Und zwar hole ich heute Lana ab. Das Video kommt dann Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Hab euch lieb und wir sehen uns unterwegs.